Na dann. Eins, zwei, drei, sechs. Also sonst hat das Fabrollen-10 irgendwie mehr Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht. Heute ist irgendwas anders. Yo, Maxim ruft an. Was will der denn, Alter? Von dem habe ich ja ewig nichts gehört. Der Kalle kommt, ey. Yo. Yo, Kalle, ey. Ich kann nicht mehr. Die Kinder. Du musst was an meinem Haus machen. Du musst da zwingen. Also ich brauche einen Raum, wo ich einfach nur für mich alleine sein. Was macht ihr? Wo ich einfach nur für mich alleine sein kann. Vielleicht, ja. Vielleicht was zum Trainieren drin. Ein Rechner darf nicht fehlen. Ne? Okay, aber ja, und dann noch ein bisschen hier was zum Schwimmen. Irgendwas zum so Jacuzzi oder wie das heißt. Jacuzzi. Hilf mir bitte. Also ich brauche Isolation von denen. Oh nee, ich raste aus. Ja. Ja, gut, gut. Koschinski! Oh. Yeah! Ich bin's mal wieder, euer Kato und Kalle Koschinski! Ah, ja, der gute Maxim hat uns heute beauftragt, sein Haus zu pimpen. Und dann dachte ich mir, jo, dann machen wir das Ganze mal. Aber irgendwie, ich konnte halt meine Sunglasses nicht finden. Meine beautiful Sunglasses. Wo sind meine beautiful Sunglasses? Ah, da. Na gut, müssen wir jetzt erstmal durch. Ich muss mal hier meinen Laptop finden. Ah, siehste. Gab jetzt übrigens ein neues DLC hier für Flibbidi Flobby. Ah. Und das gucken wir uns jetzt mal nämlich an, denn wir haben jetzt hier so eine schicke Karte mit Aufträgen. Wir haben jetzt hier eine richtige Hood, Alter. Und hier ist ein Unfall gewesen oder sowas. Oder was ist hier denn passiert, ey? Feuerwehr, Polizei, ey? Ja, müssen die wissen, ne? Man sieht hier natürlich die schöne Leipziger Promenade, Alter. Wo der Maxim jetzt hier seine Hütte gebaut hat. Und jetzt durch den Anruf hat er mir dann natürlich gesagt, Kalle, mach mal. Und ich wäre nicht Kato de Kalle Koschinski, wenn ich da nicht sofort agieren und interagieren und reparieren, renovieren, aminieren würde, Alter. Deswegen bin ich alaminiert. Ich bin alaminiert, verstehst du das? Es ist, also, mein Leben ist einfach schön. I tell you what I mean. Ja, und auch wenn ich meine Sonnenbrille hier gerade nicht finden kann, sage ich euch eins, meine Damen und Herren. Und jetzt macht euch bereit. Ihr wisst, was jetzt kommt. Denn ich bin K. Kalle Koschinski und ich pimp Maxims Haus aller. Yo, du wärst gern ein Player, doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher, der Junge pimpt dein Haus. Damn right. So, dann sind wir auch schon direkt angekommen bei Maxims Hütte. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier, du. Ist klein, aber fein, ne? Ja, dann gucken wir mal auf das Budget. Das liegt bei 5.421 Flocken und 13 Minikröten. Und wer ein bisschen Kopf im Gehirn hat, der weiß genau, das wird nichts. Da, also mit dem Geld, wie soll ich denn da irgendwie, ich weiß ja nicht. So, ja, zuallererst müssen wir hier einmal aufräumen, weil das ist ja hier ein Saustall. Und ich muss mal meine Sonnenbrille finden. Das ist ja wohl nicht wahr hier. Was ist das hier? Mein Gott, ey. So geht's nicht weiter. So, das müsste Müll sein, wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, hier müssen Entscheidungen getroffen werden. Sehe ich gerade. Was ist denn, was passiert? Was passiert da? Seit wann hat Maxim schwarze Haare? Ich brauche echt eine neue Brille. Alter, das geht so nicht weiter. Jetzt sitze ich hier vor der Diana, ne? Hallo, Diana. Was sollen wir mit diesem Raum machen? Da Maxim mich ja angerufen hat und nicht Diana, mache ich natürlich das, was Maxim will. Aber was will Diana denn eigentlich? Dieser Platz wäre perfekt für eine Sauna mit Badezimmer. Nach dem Schwimmen im Meer direkt in die Sauna zu gehen, würde super sein. Ich muss mal eben... So, also du willst jetzt, dass hier eine Sauna reinkommt. Und du willst das nicht. Aber du rufst mich an und sagst, oh, ich bin ein Jacuzzi-Schwimmbad, Alter. Und dann sagst du, das reicht hier aufzuräumen. Also Maxim, ich bin Kalle Koschinski und ich habe mal was sehr, sehr Weises gesagt. Ich weiß nicht,
Ob dir das klar ist, Alter? Du musst dich endlich mal entscheiden, was du willst. Oder dich mal entscheiden, was du bist. Und jetzt müssen wir hier einiges tun. Wir gehen mal wieder zurück in unsere Ecke. Oh, so. Und ich sehe immer noch nichts. Können wir hier Sachen verkaufen? Yo, wir können Sachen verkaufen. Das ist ja unnormal. Alles weg. Alles weg. Guck mal, das Budget erhöht sich dadurch. Das ist Ehre. Jetzt haben wir das Budget mal eben schön um den 100er erhöht. So, schön und gut. Was ist denn eigentlich mit dem Haus oben? Denn auch hier müssen wir Entscheidungen treffen, wie wir sehen. Hier hat schon wieder jemand aufs Sofa gekeckert. Das muss nicht sein. Das sehe ich sogar ohne Brille, Alter. Und ich habe schon... Also, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, aber es sieht nicht gut aus. Wo ist denn die? Ich meine, ich erkenne hier nichts, Alter. Oh shit. Der Koffer. Alarm! Alarm! Was für ein Alarm, Alter! Sonderlieferung für Kaka. Bist du nicht Kaka? Also ich bin Kato, der Kuschinski. Also doch, der Kuschinski, Alter. Sag das doch gleich, Junge, Alter. Sonderlieferung von Jans Oben, Alter. Apollo, Alter. Geil, Alter. Apollo? Apollo Optik, Junge. Die pimpen deine Glubscher auf Ehrenbruderbasis. Echt? Kontaktlose Lieferung. Gönn. Gönn? Gönn. Ja, gönn. Gönn. Oh. Ja gut. Oh, juhu. Ehre! Alles klar, jetzt kann wieder gepimpt werden. Baby, I'm back, Alter! Apollo Power, Alter! Das ist nice, weißt du, ich fühle mich jetzt richtig smooth, es fühlt sich wieder nice an. I can see Dingsy Dongsy, das ist nice. Wenn auch du Bock auf Apollo Power hast, dann schau in die Beschreibung. Mit dem Code Kalle10 kannst du sogar noch einen kleinen Rabatt einheimsen, ne? Kalle Kuschinski approved, Alter, wirklich. So, unnormal. Ist unnormal belohnt. Also Maxim hat ja durchleuchten lassen, dass das hier so sein Workspace sein soll, ne? Das bedeutet, der will hier natürlich irgendwie streamen, der will hier baden, der will hier Sport machen. Und er will natürlich auch... fetten, Alter. Und durch die mir verliehene Apollo-Power werde ich das natürlich hier astreinseitig glänzend machen. Das ist doch Kalle Kuschinski klar. Das bedeutet, er bekommt die Sauna und ansonsten gibt's hier dann schön astreine Workspace. Da würde er sich freuen. Da bin ich mir sicher. Ich packe den jetzt erstmal in die Ecke. Oh, guck dir das an. Eine einfache Saunabank Sapedi für 35,09. Wenn ich das so im Laden sehe, dann sehe ich Sapedi, ja klar. Aber das liegt auch an der Apollo Power. Ich hab's vielleicht schon mal erwähnt. So, wie machen wir das denn jetzt? Eine Bank kommt da und die andere passt auch locker daneben. Dass ich die jetzt nicht beide gleichzeitig gekauft habe, das war jetzt mein Fehler. Ich bin auch ein bisschen aus der Übung, ja? Bis wir nicht gleich wieder rumspringen können. So, guck mal, da kann man doch jetzt sitzen, ist doch klasse. Bodenfliesen legen. Oh, geil. Das kann man hier aber komplett auch eskalieren lassen, glaube ich. So, und das machen wir im Arbeitsbereich hier auch. Einfach, weil ich es kann. So, guck mal. Das sieht doch klasse aus. Astreine Sache. Ein Eimer mit Schöpfkelle. Jo. Und dann brauchen wir noch die Saunalampe. Das machen wir natürlich auch schön in Sapedi. Das muss hier einheitlich bleiben. Das ist doch glasklar. Mach mal an den Bums. Geil. Jetzt haben wir hier noch ordentlich Platz. So, guck mal. So, Herr Markov. Und dann haben wir hier natürlich noch so ein kleines Schwimmbad. Hast du ja gewünscht. Jacuzzi hat jetzt nicht ins Budget gepasst. Aber ich sag mal so, Menschen sind selber in der Lage, Blubberbläschen zu machen. Und dann musst du auch mal Gas geben, ne? Also, Abfahrt.
Ja gut, und jetzt kommt man hier natürlich auch ordentlich ins Schwitzen, ne? Da braucht man natürlich auch ordentlich was zum Abtupfen. So, und das A steht hier in dem Fall natürlich für Apollo Power, Alter! Hab ich dir mal ein, zwei Fairpoint spendiert, Maxim. Das ist eine Ehrenbrudersache. So, und dann müssen wir uns natürlich hier nochmal ein bisschen um den Streaming-Bereich kümmern. Sag mal, hat mal hier mal jemand Licht oder was? Danke. Mit drei dicken Scheinchen, da kann man noch einiges machen. Pass mal auf. So, zuallererst gibt es hier nochmal einen schönen Tisch, ne? Da haben wir dann jetzt auch genug Platz hier für die entsprechenden Geräte, ne? Wir haben das ja letztes Mal schon im Bunker gezeigt, wie das aussehen muss. Das sieht dann so aus. Ein schönes Kalle Kuschinski-Bild, ne? In meiner vollen Statur. Alter, eigentlich bräuchtest du jetzt ja noch was zum Sitzen, aber ich bin ja schlau. Du willst ja trainieren. Ich habe das Ganze jetzt als Steh-Setup hier für dich aufgebaut, ne? Die Lampe haben wir mal schön in die Fresse platziert, damit man dann hier beim Stream auch schön angestrahlt wird, ist doch ganz klar. Und wenn man dann mal höher kommt, dann wird auch natürlich der Kalle Kuschinski noch mal ein bisschen zur Geltung kommen. Das können wir noch ein bisschen mehr in Szene setzen, finde ich. Jetzt hat der Kuschinski endlich seinen heiligen Schein, den er immer verdient hat, ne? Und das alles dank der Apollo-Power. Kriegst hier natürlich noch eine schöne Fab-Rolle mit auf den Tisch. Schlechte Zeiten, nicht wahr? So, und weil du ja gesagt hast, du willst jetzt hier noch ein bisschen Sport machen, habe ich dir natürlich hier schön noch was für Klimmzüge hingehangen und dazu noch ein paar Handtücher, weil du ja so ein heißer Typ bist und andauernd ins Schwitzen kommst, nicht wahr, Maxim? Ja, und das ist es im Endeffekt. Ich meine, hier kannst du schwimmen, hier kannst du schwitzen, hier kannst du fappen, Alter. Und vor allem kannst du hier schön streamen und arbeiten, also ich weiß gar nicht. Ich würde hier auch gern sitzen, bin ich ehrlich, vielleicht überlege ich mir das Ganze für zu Hause auch nochmal. Auch nochmal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir den Bums mal ab und kassieren das Money. So, wieder mal ein erfolgreicher Tag, ne? Jawohl, da ist er, Maxim. So, Hase, was hast du auf dem Herzen? Boah, Kalle, danke, Mann, ey. Das ist richtig nice geworden. Endlich habe ich meine Ruhe, kann entspannen, aber es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt kann ich in Ruhe arbeiten, auch mal einkeulen, das ist auch wichtig. Na, und... Alles klar. Ich danke dir. Mach's gut, ne? Tschüss. Beste, beste. Ja, würde ich sagen, Kalle Kuschinski hat mal wieder den Tag gerettet und das alles dank der schönen neuen Apollo-Power, ne? Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, könnt ihr noch ein paar Kröten sparen. Ja, und ich gehe mich jetzt entspannen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.